Und jetzt haben wir uns vorgearbeitet zum Gewinner des heutigen Abends, Dirk Hilbert, der neue Dresdner Oberbürgermeister. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, wie haben Sie das Wahlergebnis aufgenommen? Wie ging es Ihnen im ersten Augenblick danach? Ach, ich glaube, das ganze Team und ich auch selber waren sehr erleichtert, dass alles das, was wir so im Gefühl hatten, was sich angedeutet hat über die gute Unterstützung der Dresdnerinnen und Dresdner, was man so als Rückwirkung Signale bekommen hat, auch tatsächlich so in die Tat umgesetzt wurden im Wahlurne. Am Sonntag wird ja immer entschieden und dann muss man schauen, ob dann auch wirklich das rauskommt, was man denkt. Okay. Hätten Sie gedacht, dass es so eindeutig ausfällt und auch mit so großem Abstand? Ich habe ja vor der Wahl auch bereits gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Abstand von größer 10% da sein wird. Das hat sich auch so realisiert. Es war nochmal mit dem Wetter ein bisschen kritisch gewesen, dass die Wahlbeteiligung nicht zu sehr in den Keller marschiert. Ist glücklicherweise so schlimm nicht passiert. Insoweit bin ich sehr zufrieden, dass die Dresdnerinnen und Dresdner sich engagiert haben und zur Wahlurne gegangen sind. Was sind die ersten Aufgaben, die Sie jetzt angehen wollen? Jetzt heißt es erstmal zum Oberbürgermeister benannt zu werden. Und das ist erst in der zweiten Augusthälfte der Fall. Vorher stehen aber bereits an die Wahlen der Beigeordneten. Das ist eine ganz wichtige Fragestellung, denn die werden wesentlich in den nächsten Jahren die Stadtgeschicke mit prägen. Und da braucht man ein sehr gutes Team. Insoweit hoffe ich, dass alle Parteien im Stadtrat engagiert mitwirken, die Besten auch auf die Plätze zu bekommen. Und ich wünsche mir auch in nächster Woche im Stadtrat den besten Kandidaten für das Amt des Amtsleiters für Wirtschaftsförderung auch bestätigt zu bekommen. Und dann haben wir ein gutes Personaltableau, wo wir die nächsten Jahre gestalten können. Was glauben Sie, wie wird die Zusammenarbeit im Stadtrat auch mit den Linksfraktionen SPD, Grüne, Linke jetzt funktionieren? Ihr Kandidatin ist sie ja nicht geworden. Ja, wir hatten ja schon mal eine sehr gute Zusammenarbeit in der Vertretungszeit, als Helmer Oras gegangen gewesen. Ich hoffe, wir können an diese Zeit wieder anknüpfen. Meine Hand habe ich ausgestreckt, habe das auch heute ja noch mal in meiner Dankesrede gesagt gehabt, auch in Richtung Frau Dr. Stange. Wünsche mir auch da, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit wieder fortsetzen können, wie in ihrer ersten Amtsperiode als Ministerin. Und wir haben viele gemeinsame Themen für unsere Stadt, die wir jetzt in die Tat umsetzen können. Insoweit können wir beide daran anknüpfen, was wir den Wählern versprochen haben. Also viele anstrengende Aufgaben stehen auf jeden Fall vor Ihnen. Haben Sie dann noch mal ein bisschen Zeit zu relaxen nach dem Wahlkampf? Also das ist nicht leicht für den Dresden, das ist glaube ich jedem klar. Das wusste ich aber vorher. Ich habe es jetzt am Freitag der kommenden Woche erstmal geschafft und gehe 3 Wochen in Urlaub, um dann wieder neue Kraft zu tanken und dann mit frischem Wind hineinzugehen in die Amtsgeschäfte. Vielen Dank, Herr Hilbert. Ja, und wir geben zurück ins Studio.